Moin Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch die Toll Chest. Das habe ich mir eben ausgedacht. Es ist ja jetzt mal so in der neuen Snapshot, in der 14W7A, dass man Sachen ins Inventar nehmen kann, die in irgendeiner Art und Weise schon bearbeitet wurden. Zum Beispiel ein Command Block oder eine Truhe. Wenn ich jetzt in diese Truhe Leder tue, so das Leder drin, die Truhe werfe ich weg, ich habe nichts im Inventar. Dann drücke ich Steuerung und nehme diese Truhe, dann habe ich hier eine neue Truhe, wo Lila dran steht, plus NBT. Und wenn ich die hinsetze, ist ja wieder ein Leder drin. Und wieder ein Leder drin, und wieder ein Leder drin, und wieder ein Leder drin. So, und damit kann man ganz lustige Sachen machen. So, ich clear mich jetzt mal, und dann gehe ich G-Mode 0. So, und jetzt sehe ich hier eine Truhe. Und in der Truhe ist eine weitere Truhe, und Schwarzpulver. Jetzt nehme ich mal raus, und dann setze ich die Truhe dahin. Gucke ich da rein, ah, das Redstone und noch eine Truhe. Setze ich die mal hin. Oh, das Eisen und noch eine Truhe. Setze ich die auch mal hin. Und das ist jetzt Gold und noch eine Truhe. Setze ich wieder hin und jetzt ist das Smaragd und noch eine Truhe. Setze ich wieder hin und da sind Diamanten und noch eine Truhe. Setze ich noch mal hin und da ist ein Laserstern drin. Das alles in einer Truhe. Ist eine Truhe in der 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 Truhe. Das ist im Prinzip. Ja, schade, dass man das nicht machen kann. Also, ja, im Prinzip ist das. Kennt ihr Harry Potter so, der Feuerkelch, wo am Ende hier Mad and Moody in dieser Truhe drin sitzt? So ähnlich ist das so, Truhe in der Truhe in der Truhe. Und mit so einer Truhe kann man im Prinzip auch so einen Rucksack machen. Allerdings kann man die nicht erstellen, wenn man nicht Game Mode 1 ist, von daher geht das wieder nicht. Aber eventuell lässt sich da wieder mal was machen. Und mit so einer Truhe, wenn man das 100-fach verschachtelt, kann man so eine Adventure Map richtig schön trollen. Jetzt gehe ich mal G-Mod 1 und zeige euch, wie ich das gemacht habe. So, ich nehme jetzt erstmal eine ganz normale Truhe, setze sie hin, tue das Endprodukt rein, fertig. So, die schmeiße ich mal weg. Dann nehme ich mir mit Steuerung die Truhe, öffne diese Truhe und tue die da rein mit einem Diamant. Schließe sie, kopiere sie wieder. Tue das raus und tue die dann da rein. Ich tue jetzt im Prinzip, benutze diese Truhe, um die ganzen Truhen ineinander zu tun. Die nehme ich dann wieder, tue das alte raus, tue das neue rein. Die nehme ich wieder, tue das alte raus, tue das neue rein. Die nehme ich wieder, tue das alte raus, tue das neue rein. Die nehme ich wieder und so weiter. Und die nehme ich, wenn ich die jetzt hinsetze, Moment, und die öffne, wenn ich die Truhe mit dem Schatzpulver. Wenn ich die öffne, ist die Truhe mit dem Redstone. Wenn ich die öffne, ist die Truhe mit dem Eisenbarren. Wenn ich die öffne, ist die Truhe mit dem Goldbarren. Wenn ich die öffne, ist die mit dem Smaragd. Wenn ich die öffne, ist die mit dem Diamant. Wenn ich die öffne, ist ein Laserstarter drin. Das ist eigentlich dann alles dahinter. Mehr ist das jetzt eigentlich auch gar nicht so fürchterlich spektakulär, aber so viel so Mapmaker. Die können damit schon ordentlich rumtrollen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Tutorial. Ciao, Leute.